Gut, dann suchen wir mal den Mann. Scheint er hier irgendwie zu sein. Okay. Warte mal. So. Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Die eine Leiche ist schon alt. Eine Warnung. Die anderen sind neuer. Etwa einen Monat. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Alter. Ey, Dude ist immer noch dein Vater. Oder nicht? Das sieht interessant aus. Oh, neue Forschung. Wunderbar. So, speichern wir mal. Vater.
Nach rechts. Komm hier rüber. Nach rechts. Er bildet aus. Wir töten. Feindliche Drohne. Nichts kann mich aufhalten. Na gut, okay, dann müssen wir mal ein bisschen anders machen hier. Alter, das war jetzt knapp. Gut, schauen wir mal, wir... Alter! Kampfdrohne! Nichts kann mich aufhalten! Yeah! Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Wüsste, achso, da ist er ja. Gut, der ist voll. Gut, dann speichern wir mal. Haben wir hier noch? Noch mehr Max. Sieht nicht danach aus. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain? Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain, aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt? Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus-Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug krumm macht.
Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Tja. Ich würde sagen, dein Vater ist komplett durchgedreht. Ich vermute mal schon nach einem Jahr oder so. Und hat dann sozusagen seine Leute Sklaven behandelt. Über die Frauen wollen wir jetzt gar nicht reden, was er mit denen gemacht hat. Wir sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Was? Wollten Sie ihm einen Gefallen tun oder ging es nur darum, zu sehen, wie er sich windet? Was er daraus gemacht hat, war ganz allein seine Entscheidung. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug, denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Junge, Junge. Ah, wenigstens Vorbild. Ah, cool. Können wir mal die Tür öffnen. Nee, da lang. So. Haben wir hier was? Nee, Kräfte neu ausbilden? Nee, warte mal. Barriere. Cool. So, Waffen-Upgrade. Super, wird nochmal Waffen-Upgrade. Weil auch schon wieder was Neues. Ach, das kostet auch noch richtig, richtig Schmatte kostet das auch noch. Schiffsverbesserung, schwere Schiffspanzerung. Gut. Aber bei da habe ich jetzt nichts, wa? Nee. Rangstation, nee, gut. Was?
Ach. $25,000. Also das heißt Planeten aufsuchen. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an meine Arbeit? Das Studium der Genophage? Ich erinnere mich. Hab Ihnen nicht alles erzählt. Entdeckte, dass die Kogana-Population zu schnell wuchs. Genophage wurde überwunden. Schritte waren nötig. War Leiter eines Teams, erstellte neue Version der Genophage, setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kogana-Population wurde wieder stabilisiert. Gute Arbeit. Langsam verstehe ich, warum Cerberus sie an Bord gebracht hat. Sehr schwierig, ja. Komplexe Aufgabe, eine Population zu stabilisieren. Fehler hätte Spezies auslöschen können. Freut mich, dass Sie verstehen. Musste gemacht werden. Die Krogane wären eine Gefahr für die ganze Galaxie, falls die Genophage geheilt würde. Exakt. Beste Lösung für alle. Sogar für Kroganer. Können später genauer besprechen. Jetzt dringendere Angelegenheit. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Okay. Das heißt auch Rohstoffe sammeln und... Ach du grüne Neune. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. So. Können wir hier was machen? Jawohl. Rest mag denn. So, Tagebuch. Wo sind wir da hin? Zum Omega-Nebel, okay. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal hier eine Aufnahmepause und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme denn wieder. Bis dahin, ciao. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Mass Effect. So, dann schauen wir mal unser Tagebuch. Hier haben wir noch ein paar Missionchen. Aufträge haben wir auch noch ein paar. Okay, Zitadelle und Beilium. Gut, da kommen wir ja so oder so hin. Zitadelle. Wo ist denn der? Agent retten. Im Omega-Nebel. Okay. So, was haben wir noch an Missionen? Gut, der ist im Maschinendeck. Da können wir gleich noch hingehen. Was haben wir hier noch? Gut. Hier war nochmal kurz in dem Maschinendeck. Grant wirkt ziemlich aufgeregt. Sie sollten mal nach ihm sehen. Alles klar. Ach, das ist ja er hier. Ja. Den wir ja befreit haben. Wo ist er im gläsernen Sarg? Ja, hier unter. Oder auch nicht. Gehen wir wieder hoch. Was ist denn nochmal?
Oh ja, im Frachtraum. Chambers sagt, sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal, so als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich... Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Reine Kroganer sind vielleicht aggressiver als normale. Ich halte das nicht für eine besonders bemerkenswerte Veränderung. Mir egal, ob das normal ist. Ich fühle mich jedenfalls nicht so. Ich bin das nicht gewöhnt, diesen Lärm. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen unsere Heimatwelt Tuchanka verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl, keine Krankheit.